Hallo und herzlich willkommen, liebe Mercedes-Benz-Freunde, zu einem weiteren wunderschönen YouTube-Video auf unserem YouTube-Kanal Autohaus Endres. Mein Name ist Marti. Ich bin Anja. Und wir werden euch heute zeigen, wie man als Hauptnutzer im Mercedes-Me-Portal einen Nebennutzer anmelden kann. Ja, Beispiel ist jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt der Hauptnutzer bei Mercedes-Me und möchte Anja an meinem Auto teilhaben lassen. Endlich ein Stern. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. Anja, schön, dass du da bist. Gerne. Und wir hatten ja im letzten Video, wo wir euch gezeigt haben, wie man sich im Mercedes-Me-Portal registrieren kann, ja, wolltest du ja unbedingt einen Mercedes haben, weißt du? Ja. Das ist ein größter Traum mit. Und da dachte ich mir, als treuen Mitarbeiter, ich erfüllte mal diesen Wunsch, ja? Ja. Das heißt, wir können es ja ganz kurz mal schauen. Entsperr mal bitte dein Telefon. Ich komme dann jedes Mal mit meinen Wünschen zu dir. Ja, aber Erfüllst du mir dann alle Wünsche? Das wollte ich sagen, ich kann dir nicht alle Wünsche erfüllen, ja? Schade. Guck mal. Wir haben jetzt Anja schon mal ein Mercedes-Me-Konto erstellt. Wenn ihr noch mal wissen wollt, wie das geht, wir haben beide zusammen haben auch schon ein Video darüber gemacht. Wir verlinken das jetzt hier oben in der Infocard. Und leider Gottes sehen wir, es ist noch kein Fahrzeug da. Das ändern wir jetzt aber, oder? Ja. Okay. Dann achtet mal auf den Bildschirm im Hintergrund von mir. Jetzt sind wir nämlich wieder auf dem Mercedes-Me-Portal. Jetzt gehen wir auf die drei Balken, melden uns wieder ganz normal an mit unserer E-Mail-Adresse und dem Passwort oder TAN-Code, je nachdem, was ihr machen wollt. So, jetzt sind wieder die zwei schönen Frauen und der schöne Mann da. Für dich auch ein Mann, ne? Klar. Und jetzt gehen wir auf mein Mercedes-Me-Konto ganz oben. Ja gut, dann ist es so. Jetzt, ich habe mich natürlich schon angemeldet, ja, weil ich gut vorbereitet bin, genau. Ja. Und jetzt gehen wir mal auf mein Dashboard. Und natürlich, ich habe dir verschiedene Autos, sage ich mal, zur Verfügung gestellt. Also kannst du eins jetzt aussuchen, ne? Oha. Also zum Beispiel hier haben wir hier ein Marco Polo, ne? Gerade so für die Camping-Site, die jetzt anfängt, gar nicht mal schlecht. Aber ich dachte mir, du willst ja was Elegantes haben, weißt du, was auch zu dir passt. Da dachte ich mir, wie wär's denn mit einer A-Klasse? Oh ja. Limousine. Ja. Ja? Ist gut? Ja. Ja. Okay, dann nehmen wir die tatsächlich. Jetzt sehen wir ja im Prinzip das Auto. Und wenn jetzt nach unten geht, dann kommt hier ein Punkt mit Benutzer hinzufügen. Mhm. Oder Mitnutzer einladen steht hier unten. Ja? Und das werden wir jetzt tun. Und jetzt fragt er uns nach einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer, also einer Handynummer. Weil ihr könnt euch ja entweder mit der Handynummer bei Mercedes-Me registrieren oder mit der E-Mail-Adresse. Ich glaube, bei dir haben wir tatsächlich die E-Mail-Adresse genommen, richtig? Ja, richtig. Würdest du die denn mal bitte hier eingeben? Ja. Wie gesagt, Voraussetzung, um ein Mitbenutzer eines Fahrzeugs zu sein, ist natürlich, dass man sich vorher bei Mercedes-Me registriert hat und man kann als Hauptnutzer nur bis zu 6 Unterbenutzer anmelden. Das heißt, 6 Leute, die auf einem Fahrzeug dann verbunden sind. Ne? Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig hier zu sagen. So, jetzt haben wir die E-Mail-Adresse zweimal eingegeben und jetzt gehe ich auf Absenden. Und jetzt kriegt Anja eine E-Mail. Ja, es muss die gleiche E-Mail sein, mit der ihr euch auch ein Mercedes-Me-Konto erstellt habt. So, würdest du mir die weiterleiten? Weil dann sehen die Leute das vielleicht auch auf diesem Bildschirm. Vielleicht kann man ja nochmal ganz kurz sagen, warum wir dieses Video eigentlich überhaupt machen. Natürlich, um euch einen Mehrwert zu bieten. Und es kam diese Frage auch auf unserem YouTube-Kanal in den Kommentaren auf. Ja, ne? Genau. Ein Nutzer hatte die Frage, wie man denn weitere Nutzer in dem Portal anlegt. So, und jetzt haben wir hier unten einen Link, da steht Mitnutzung bestätigen. Der ist 30 Tage gültig. Also auch da nochmal, 30 Tage habt ihr Zeit, um diese Mitnutzung zu bestätigen. Ich gehe jetzt mal hier rauf. Jetzt haben wir es schon hier. Jetzt gib mal bitte wieder deine E-Mail-Adresse ein. Das machst du ja so gerne in diesem Video, ja? Ja. Und sie hat auch schon gerade gesagt, sie weiß ihr Passwort nicht mehr, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ihr habt ja noch die zweite Möglichkeit, euch einen TAN-Code schicken zu lassen, oh, weil dann übergeht ihr im Prinzip diese Passwortmechanik. Ne? Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit zu wählen zwischen Passwort und TAN-Code. Da du dein Passwort nicht mehr weißt, sagen wir TAN-Code. Den kriegst du auch per E-Mail. Und diese 6 Zahlen, die du gleich bekommst per E-Mail, sagst du mir dann bitte gleich mal an. So, und sollte ich mich jetzt angemeldet haben, wird sich jetzt eine Seite gleich aufbauen, wo steht Bestätigung erfolgreich. Ja! Ja, und jetzt können wir noch Folgendes machen. Um jetzt sicher zu gehen, ob das Fahrzeug wirklich auf deinem Konto auch ist, gehen wir zur Fahrzeugseite. Und da sollte jetzt die A-Klasse angezeigt werden. Und wenn das der Fall sein sollte, haben wir alles richtig gemacht. Und man sieht schon, auf meinem Konto ist die A-Klasse drauf und jetzt auch auf deinem Konto. Und jetzt machen wir mal den Praxistest. Und ach, heilige! Da. Fahrzeug ist auch bei Anja in der App jetzt dabei und du kannst das Fahrzeug auch verwalten. Das heißt, Tür auf und zuschließen. Ihr kennt ja schon so ein bisschen die Mercedes-Me-Dienste. Und ja. Ich bin dann mal weg. Genau, du bist jetzt mal weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Auto wieder. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt uns das mit einem Daumen hoch. Anja, da bist du ja trotzdem noch. Ja, komm. Dann machen wir jetzt zusammen das Auto. Marti. Ja?
Dein Auto ist nicht getankt. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Gib mir mal ein bisschen Geld. Na gut. Hier. Danke. Willst du jetzt noch mehr haben? Damit komme ich nicht weit, Martin. Ich hätte echt, aber muss ich Leon Bescheid sagen, dass ich mein Geld bekomme hier. Das kann ich nicht kompensieren hier. Danke. Viel Spaß noch. Ciao. Ja, aber machst du jetzt nicht mit mir das Auto? Nein, Martin. Viel Spaß. Ciao. Ich bin dann mal weg. Okay, dann zeigt uns das mit einem Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Abonniert uns auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitch. Und der Schluss ist wie immer, Freunde, bei diesem sonnigen Tag ein Hashtag Team Endres. Anja, freut mich erstmal, dass du wieder in einem Video dabei bist. Und weißt du... Martin ist raus. Bald die Outtakes alle, nicht? Schneiden wir alle wieder hin. Ja, okay. 3, 2, 1.